Action. Es gibt neue Blöcke. Richtig, richtig schön. Kommen wir gleich zu. Ich habe auch alle 6 mitgenommen tatsächlich, weil die sind echt schön. Die möchte ich euch jetzt gleich zeigen. Vorab möchte ich aber noch die Handvoll anderer Dinge zeigen, die ich mitgenommen habe. Ist heute tatsächlich nicht nur Basteln dabei, sondern auch was aus der Reihe. Ich habe da nämlich eine nette Empfehlung für euch. Ich starte einfach mal. Und zwar habe ich jetzt diese Tapete mitgenommen. Es war wieder so klar. Ich bin 10-mal dran vorbeigerannt. Und beim 11. Mal habe ich sie dann jetzt doch gekauft, weil ich habe auf einmal Panik gekriegt. Es lagen nur noch 2 im Regal und dann dachte ich, nee, muss ich mitnehmen. Ja, die möchte ich mir nicht aufkleben, also an meine Wände. Die ist zwar wunderschön und total nach meinem Geschmack, aber ich möchte sie nehmen, um zu basteln. Ich packe euch die mal aus. Die Rolle kostet 7,99 Euro. Und ich bastel tatsächlich ganz gerne mit Tapete, weil die ist schon schön stabil und die hat halt eine große Fläche. Damit kann man auch große Sachen einschlagen, wie ein Fotoalbum oder. Und deswegen arbeite ich damit sehr gerne. Und durch die große Fläche bekommt man auch eine gewisse Stabilität rein. Und wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich sie nicht gleich mitgenommen habe. Die ist wirklich wunderschön. Und das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Die ist auf jeden Fall geprägt. Also hier die Blätter und die Blüten. Da ist eine richtig schöne Prägung. Also ist nicht alles ganz glatt, sondern ja, richtig schön erhaben so. Das gefällt mir sehr. Und ja, wie gesagt, die nehme ich zum Basteln. Wobei die auch so an der Wand wirklich schön aussehen würde. Aber es passt jetzt irgendwie nicht so zu unserer Einrichtung. Und deswegen kommt die zum Basteln. Ach, damit ein schönes Album. Ich freue mich drauf. Da werde ich irgendwas Schönes mitmachen. Ich habe schon eine Idee. Mal gucken, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Und ja, die musste dann jetzt mit für 7,99 Euro, falls ich das gerade noch nicht gesagt habe. Die haben da manchmal echt schöne Designs. Und dies hier war jetzt natürlich der Oberburner, auch die Blüten total schön und ja, musste mit, ne? So, dann habe ich ganz tolle Schüsseln gefunden. Muss ich euch zeigen, habe ich 2 mitgenommen. Schaut euch mal dieses Muster an. Die ist so richtig, richtig schön, auch so von außen. Richtig schön geprägt. Sieht so wunderschön aus. Gibt es in 3 Farben. Einmal dieses Dunkelgrau, dann noch ein Silber und ein Gold. Und ich habe dieses Dunkle mitgenommen. Ich finde das so schön. Ja, die Schale kostet jeweils 1,99 Euro. 2 Stück habe ich mitgenommen. Ja, hier muss man so ein bisschen drüber hinwegsehen. Die Ränder, die sind jetzt nicht so ganz ordentlich verarbeitet da. Deswegen ist es wahrscheinlich auch bei Action. Aber ist mir wurscht. Man sieht das nicht. Und ich finde die so schön. Wirklich so schön. Also von innen sind die nochmal versiegelt, dass das da nicht so, je nachdem, was man reinmacht, in die Prägung läuft, ne? Also richtig, richtig toll. Guckt euch das Muster an. Ja, mussten 2 von mit. Und ja, achso, dann habe ich noch 1. Und zwar, also heute ganz durcheinander. Aber es muss ja nicht immer nur Basteln sein. Hattet ihr auch letztes Mal gesagt. Ich kann auch ruhig zeigen, das, was ich sonst so kaufe, werde ich jetzt nicht immer machen, aber jetzt habe ich ja nicht so viel gekauft und deswegen kann ich das ruhig mal zeigen, denke ich doch, ne? Die haben jetzt gerade hier diese neue Haarpflegeserie. Gibt es viele verschiedene Sorten, also 5, 6 Stück, ne, für jeden Haartyp irgendwas dabei. Und ich habe mir jetzt diesen hier rausgepickt, einfach weil gleich als erstes hier Kreatin draufsteht. Ich habe immer Kreatin für meine Haare. Und diese Haarmaske, die ist eigentlich für koloriertes Haar. Aber ich verwende schon Jahre Pflegeprodukte für mein Haar, für koloriertes Haar, obwohl meine Haare gar nicht koloriert sind. Ich habe nämlich immer das Gefühl, dass dieses für koloriertes Haar viel pflegender ist als die anderen. Also ich habe sehr dickes Haar, leichte Naturwelle oder wie man sagt, ist da drin. Und diese Maske, die ist richtig, richtig gut. Meine Haare, die sehen so gesund aus. Das ist wirklich unglaublich. Und die fassen sich so schön an. Deswegen absolute Kaufempfehlung.
Ich weiß natürlich nicht, wie die anderen Sorten sind, aber dies hier, das ist mega. Und dieser Geruch, der ist so, so lecker. Also wirklich der Hammer. Ja, leider gibt es bisher immer nur die Haarmaske bei uns mit diesem Braun und Pink. Dazu soll es aber auch noch ein Haarshampoo geben und irgendein Serum. Ja, bin ich noch nicht rangekommen. Wenn ich das mal kriegen sollte, kaufe ich das auf jeden Fall auch. Aber dies hier so für schweres Haar und eben koloriertes Haar. Super, super pflegend und kostet 1,89 €. Also wirklich. Und allein der Geruch. Richtig, richtig toll. Ja, das musste ich jetzt mal loswerden. Ja, und jetzt kommen wir zu den neuen Blöcken, ne? Die neuen Blöcke, die sind 15 mal 15 und kosten 89 Cent. Also ein richtiger Schnapper. Ich habe alle sechs bekommen, die es so gibt. Und die blättern wir jetzt mal durch. Also dies hier ist sehr, sehr herzlastig. Passt sehr gut zu unserem ATC-Tausch, der gerade läuft. Thema Liebe. Ne? Also deswegen, ich musste alle Blöcke mitnehmen, weil alle haben was Schönes. Und ja, ich blätter die jetzt mal durch. Die sind wieder mit Folie und ohne Folie. Und jetzt gehen wir das Ganze mal durch. Ach so, weil ihr auch immer fragt, wie dick das Papier ist. Dies hier hat jetzt eine Grammatur von 100. Also es ist nicht so ganz dünn. Huch, gleich das erste rausgerissen. Es ist nicht so ganz dünn, aber natürlich auch nicht ganz dick, ne? Aber es fühlt sich schon gut an. Also ich mag das ja nicht, wenn das zu dünn ist. Aber ich glaube, dies hier ist ganz okay. So, einseitig bedruckt. Ich war letztes Mal so genervt vom doppelseitig bedruckten Papier. Ich freue mich, dass es einseitig bedruckt ist. So, schaut mal hier. Geht's schon los. Mit Folie und mit Herzen. Dann kommt wahrscheinlich genau einmal wieder ohne Folie. Und dann kommen hier Herzen. Foliert und unfoliert. Und hier wahrscheinlich genau. Es ist so wie bei den großen Blöcken. Einer wieder mit Folie und einer wieder ohne. Okay, da waren jetzt drei von da. Also richtig, richtig herzlastig. Aber auch sowas braucht man. Echt schön. Oh, das sieht so super aus. Das müsst ihr euch mal im Laden angucken, in echt. Also das sieht in der Kamera jetzt gar nicht so schön aus, wie es tatsächlich ist. Richtig, richtig schön. Dann jetzt hier wieder so Mini-Herzchen. Echt schön so. Kann man echt ja, schöne Hintergründe mitmachen. Valentinstag oder. Ja, das ist denn hier auch schon das letzte Design. Also auf jeder Seite, auf jeden Fall Herzen, 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 Herzen. Richtig, richtig cool. Und ja, für 89 Cent lasse ich nicht liegen, auf keinen Fall. Und ich muss auch sagen, ich habe richtig viel Papier verbraucht. Ich habe mir ganz viel Papier eingefärbt und deswegen, also Papier kann ich wieder sehr gut gebrauchen und ja, da muss ich mitnehmen, was es so gibt, ne? So, schaut mal, jetzt kommt der hier mit richtig schönen Pastellfarben, mit diesem Mint. Ich liebe ja Mint im Moment total. Und ja, hier sind echt schöne Blätter drin, ne? Kommen wir wieder so Streusel. Dann Streifen. Streifen, die sind auch immer gut. Ja, gibt auch einen schönen Hintergrund. Punkte gehen auch immer. Ich mache so viel mit gepunktetem Papier. Dann haben wir wieder diese, ich sage immer Regenbogen dazu. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Sieht man jetzt aber auch auf sämtlichen Dingen, also auch auf Kleidung, sind diese komischen Bögen drauf. Keine Ahnung, was es sein soll. Hier haben wir kleine Dreiecke, auch echt schön. Dann kommt wieder so Konfetti und wieder Streifen, auch schöne Farben. Bisschen Gelb mit drinne und Glitzer, Glitzer. Total schön. Und wieder Punkte und nochmal diese Regenbögen und nochmal Dreiecke. Also ein richtig schöner Block. Ganz tolle Farben. Dann habe ich hier noch einen schönen mit so schönen Farben. So, guck mal. Das hier ist auch so ein bisschen auf alt gemacht, so ein bisschen Vintage. Wobei da gleich auch noch ein anderer Vintage-Block kommt.
Den hätte ich auch gerne zwei, dreimal mitgenommen, aber das war leider der letzte. Es ist so klar, dass ja, diese Vintage-Sachen natürlich gleich weg sind. Doch, das sieht aber auch cool aus. Hier so ein schönes, schlichtes, das ist echt schön. Ja, und alles so ein bisschen bräunlich, vintage. Echt toll. Wieder Punkte. Streifen. Oh, die sehen aber gut aus. Guckt mal. Die sehen gut aus. Hier sind auch so, ja, Farbunterschiede, die sind gewollt. Das sieht toll aus. Glitzert total schön. Ohne Glitzer. Und dann nochmal hier. Och, das ist auch cool. Wow, das gefällt mir. Das ist schön. Auch echt schön. Und nochmal Punkte. Ja, der ist echt total schön. Ich denke mal, da werde ich mir auch nochmal einen von kaufen, wenn mein Action nachgefüllt hat. Wobei ich glaube, hiervon waren noch viele. Ach, toll. So, dann kommt noch einer, der sehr vintage-lastig ist. Mit ganz vielen Rosenblüten. Total schön. Und hier haben sie da natürlich wieder alles versaut mit den Punkten. Also, sowas mag ich ja gar nicht, ne? Man hat da so ein schönes Rosenbild und dann knallen die da Punkte drauf. Also, guckt mal, das ist es ohne Punkte. Wie kann man das denn so versauen? Gefällt mir gar nicht mit Punkten. Oh, hier haben wir auch so Rosen in Gold. Das sieht auch toll aus. Ja, ganz schlicht weiße Rosen. Und hier, oh, das ist schön. Das ist schön. Hier unten habt ihr noch einen Spruch. Oh, auch sehr schön. Also ich glaube, ihr merkt meine Begeisterung schon wieder. Das ist auch total toll. Also den dann bitte noch mal ein Groß. Da bin ich auch sofort mit dabei. Hier wieder total versaut mit Punkten. Wie kann man nur? Gut, es gibt wahrscheinlich auch wieder Leute, denen das gefällt. Na, da will ich auch gar nicht drüber urteilen, aber mir gefällt es überhaupt nicht. Das könnten so schöne Designs sein. Aber nein, es wird versaut. Ja, das ist der. Dann haben wir diesen hier. Flieder und Gelb. Kann auch schön sein. Und der hat auch echt schöne Designs. Also das hier finde ich zum Beispiel auch schon mal ganz cool. Hier so schöne funkelnde Punkte, die so die Kästchen verbindet. Das sind echt schöne Hintergründe. Hier wieder Streifen. Oh, das ist jetzt nicht so meins. Die Farben gefallen mir jetzt nicht so. Aber das ist schon wieder ganz cool. Also das allein als Hintergrund. Da braucht man gar nicht viel Shishi machen. Zack, als Hintergrund auf eine Karte. Irgendwie noch einen Spruch drauf. Vielleicht noch irgendwie was kolorieren und draufkleben. Je nachdem, wie da so der Geschmack ist. Und schon hat man eine ganz tolle Karte fertig. Diese sieht auch total schön sommerlich aus. Was haben wir hier? Moment. Hier haben wir so Windmühlen. Sieht ja auch interessant aus. Dann wieder Karo. Also ganz viel Karo, ganz viel Streifen, aber oh ja, das ist auch nett. Aber ihr seht, echt schönes Papier drin. Deswegen, ich konnte nicht einen davon da lassen, weil jeder Block was Schönes hat. Ja, und kommen wir zum letzten. Das ist dann hier schwarz-weiß mit Glitter. Die anderen? Ach nee, die beiden. Nee, Nummer 2 und 3, die waren auch mit Glitter, hatte ich gar nicht gemerkt. Und ja, den blättern wir natürlich auch nochmal durch. Hier haben wir wieder so. Ich finde, das sieht immer so aus wie Treckerreifen. Ja, schön für eine Männerkarte auf jeden Fall. Oder ja, Autoreifen, je nachdem, ne? Ja, so ein schönes Muster. Das hier ist auch ganz toll. Sieht richtig toll aus.
Das finde ich auch immer schön. Mauern kann man auch immer gut kombinieren. Punkte gehen auch immer. Und hier haben wir so Krickelkrackel. Auch ganz nett eigentlich. Ja, das war er, der Schwarze. Ja, also wie gesagt, ich finde, jeder Block hat was Schönes. Wobei ich natürlich sagen muss, dass diese drei hier meine Favoriten sind. Und ich glaube, diese beiden hier werde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen, weil da ist echt schönes Papier drin, schöne Designs. Und gerade hier so diese, wo sind sie? Na, die hier. Die finde ich toll. Das hat was. Und schön so, ja, sieht aus wie in Kaffee gebadet. Richtig, richtig toll. Und dann hier der mit der Herzen. Also mit Herzen und Rot, so habe ich echt total wenig. Deswegen ganz gut, dass die da mal sowas rausgebracht haben. Und ja, mal gucken. Ich denke, also ich bin noch nicht fertig mit den ATCs zu unserem Tausch. Ich hatte keine Zeit und keine Konzentration, mich darauf zu konzentrieren. Und jetzt habe ich ja hier schon mal einen guten Hintergrund und ich muss mal gucken, was ich draus mache. Montag ist es soweit, ne? Ja. Montag ist wieder unser nächster Tausch und ja, da wird es auch noch eine kleine Änderung geben, eine kleine, ach ja, ich nenne es jetzt mal Überraschung. Und ja, ihr Lieben, das war mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich irgendwie was zu schnell gezeigt habe, dann sagt ruhig Bescheid. Ne? Kann man alles ändern. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in den Kommentaren oder eben im nächsten Video. Bis dann!